Björnen sover, björnen sover i sitt lugna bo. Han är inte farlig, bara man är varlig. Achtung, ich bitte! Men man kan dock honom aldrig tro. Titt! Das haben wir noch nie erlebt in Alaska, bis jetzt so viele Mücken in der Luft. Jetzt habe ich wirklich meinen Muckenschutz, wo ich mich noch aus der Schweiz können brauchen, Bären sammeln. Tschüss. Jetzt sind ganz ein paar Leute draußen am draußen entlang der Straße am Flügen. Jetzt gehen wir mal gucken, was halt die Bären sind. Ob ich auch etwas finde. Wir haben ganz viele Heidelbeeren gefunden. Für den Jens. Aber sehr, sehr viele Mücken. Und sie gehen sogar ins Gesicht. Elch mit zwei Jungen. Achte, achte, Meja, seid ihr her? Wir haben die Elch Glück. Oh nein, nicht gehen. Bitte nicht gehen. Oh, so schön. Tschüss, schöne Elch. Mors lilla Olle i skogen gick. Rosor på kinden och så stjärnblick. Ich etwas finde. Herum den Ali haben sie gesagt, es hat sehr viele Heidelbeeren und Back. Ich weiß nicht, ob die Wild sie verpasst haben. Ich habe wieder einen großen Elch gesehen. Berge im Hintergrund. Jetzt gehen wir wieder mal gucken, ob wir auch etwas finden. Die pflücken ja. Das ist Jens und ich. Wie da vorne sieht es hier dann aus. Wo? Ähnlich stellt man das rein, oder? Finde? Keine Ahnung. Das ist Blaubeer, aber ja. In Schweden macht man aus dem Konfekt. Das ist Lena und Jens, um Heubeere pflücken. Das Moskitonetz angelegt, weil das hat so viel Mucke dort.
Jetzt haben wir sie gefunden. Heidelbeeren. Nein. Schmeckt fein. Ein paar Mücken hat es auch. Ganz Feine, fein. Der große Bär ist gekommen, hat einfach da genommen. So, jetzt gehe ich nochmal Heidelbeeren pflücken. Habe Schutz vor Moskitos. Ciao. Jetzt haben wir ganz viel gepflückt und gegessen. Jetzt muss man da ein bisschen zeigen. Eine relativ grosse, feine. Jetzt haben wir uns benommen wie Bären. Ganz viel gepflückt. Sie sind ja mit mir da. Ja, seht ihr da? Zusammen sind auf dir.